Hallo und herzlich willkommen zurück zu Banished. Ich habe mir die ganze Sache jetzt mal angeguckt und der Förster, der hat zwar jetzt noch viel zu tun und versucht auch hier verzweifelt neue Dings anzupflanzen, aber den werden wir demnächst mal in den Ruhestand schicken an dieser Stelle und werden sagen, der soll bitte woanders da weiterbauen. Vielleicht können wir auch einfach das Ding hier deaktivieren. Ich werde mal meine Fenster wieder öffnen. So. Wenn ich das jetzt hier abschalte, kriege ich dann weniger Förster? Ja. Gut, dann würde ich sagen, dann sollte er hier erstmal nicht mehr pflanzen. Nur noch fällen. Und wir gucken mal, dass wir hier hinten die Baustellen gleich, den Förster bisschen vorantreiben, die Försterbaustelle aktivieren und dann können wir ja hier noch so ein bisschen Holz stehen lassen. Oder wir können ja das eigentlich stehen lassen und tun nur den Förster deaktivieren. Aber er soll jetzt noch ein bisschen Holz schlagen. Ein bisschen arbeiten kann er noch. Unsere Baustelle hier ist noch nicht vorangekommen. Holz wird schon eingeliefert. Ja. Mir macht ein bisschen Sorgen, dass hier das niemals voll ist. Egal was ich mache, es wird hier nie was eingelagert. Und ich möchte jetzt mal darauf hinweisen, dass es schon wieder regnet. Es regnet und regnet und regnet in diesem Spiel. So, es ist schon wieder jemand von unseren Leuten gestorben. Wir haben nur noch 58 Einwohner. 6 Kinder, die in der Ausbildung sind und 9 kleine Kinder. Da müssen wir echt gucken, dass wir hier jetzt vorankommen mit den Bauarbeiten. Und im Winter werde ich wieder meine Leute hier hinten hinschicken. Die sollen dann gucken, dass sie die Steine hier abgebaut bekommen. Und hier die Steine abgebaut bekommen. Das ist ja jetzt schon früher Herbst. Die Ernte beginnt schon. Und das sieht ganz gut aus hier mit den Kartoffeln, mit den Kürbissen sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich glaube, das haben wir jetzt gut im Griff. Das läuft jetzt, glaube ich. Wo es noch nicht läuft, ist die Versorgung mit dem Holz. Und den Steinen, wie immer. Ich frage mich, wo die ganzen Leute herkommen. Guck mal, das sind 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die jetzt hier unterwegs sind. Ah, hier sind noch keine Steine eingeliefert, noch kein Holz. Hier ist schon, bis auf die Steine, alles da. Der Abbau hier läuft auch gut. Feuerholz, wie sieht es mit Feuerholz aus? 40 Feuerholz. Hier ist ein bisschen Essen. Nichts, nichts. Und da ist ein bisschen Lack. Wie sieht es hier mit Feuerholz aus? Feuerholz, Feuerholz. Da, 200 Feuerholz. 200 Feuerholz ist, glaube ich, immer noch wenig. Ich
glaube, im Winter starten wir mal so eine kleine Offensive mit Ernten, mit Steinen einholen und Baustellen beenden. So, die Steine habe ich alle schon hier in Auftrag gegeben. Es ist Herbst. Ah, was denn hier? Jetzt gehen uns die Pflanzen wieder alle drauf. Es ist jetzt Herbst, jetzt gibt es Kälte und jetzt gehen ein paar Pflanzen drauf. Da muss man echt in dem Spiel, muss man auf alles gefasst sein. Guckt euch mal an, wie viel hier verloren gegangen ist. Oh, Scheiße. Oder haben die das schon geerntet? Ah, es kann auch sein, dass die das schon geerntet haben. Die ernten ja nicht so der Reihenfolge nach. Was sagt denn unsere Auslastung? Wir haben hier 1000 Kürbisse und 50 Potatoes. Wir haben hier, ja, das sieht nicht schlecht aus. Hier haben wir auch noch, ja, könnte gut sein, ja. So, dir ist kalt. Wo gehst du rein? So. Ah. So, der will zum Herbalist, dann haben wir doch da schon mal das Rätsel ein bisschen gelöst. Herbalist. Ja. Dann bauen wir doch vielleicht noch einen Herbalist. Und zwar hier an die Stelle. Oder hier. Mal gucken. Die Hütte ist auch schon fertig und ist schon gleich mit Leuten besetzt worden. Wie sieht's hier aus? Sieht noch schlecht aus. Abgeerntet. Also schnell unsere Leute rausgezogen. Ja, und die Bilder hier erhöht. Und zwar sollt ihr bauen diesen Herbalist. Diesen Herbalist. Wir machen jetzt mal so eine Bauoffensive. Wir starten jetzt mal alle Baustellen. Wo hatten wir denn noch eine Baustelle? Wir hatten ja hinten ja noch die zusätzlichen Häuser. Aber ich würde jetzt sagen, da wir ja so eine schlechte Gesundheit in unserem Dorf haben, werden wir jetzt erstmal die Herbalists hier starten. Und wir werden die Priorität für die Herbalists sogar noch ein bisschen hochsetzen. Und zwar war das, zum Glück habe ich so ein schlechtes Gedächtnis. Hier, Increase Priority. So, werden wir das hier erhöhen. Und wir werden das hier erhöhen. So, diesen Winter gibt es also jetzt hier. Es ist später Herbst. Und wir haben
schon alles abgeerntet. Das ist ein bisschen komisch, oder? Wie sieht es denn jetzt nach der Ernte aus? Also, wir haben hier 240 Kartoffeln und viele, viele Kürbisse. Hier sieht es wie aus. Kartoffeln sind wenig, Kürbisse sind viele. Und hier? Hier haben wir... Dann werden wir vielleicht doch wieder ein Feld. Da machen wir doch wieder Kartoffeln. So. Die Baustellen sind jetzt alle gleichzeitig in der Arbeit und wir haben genug Leute, die jetzt unterwegs sind und hier vieles, vieles zusammensuchen. Ne, eben nicht, aber kommt schon. Ja, die geistern hier überall über die Karte. Man sollte da vielleicht mal gucken, dass das, dass wir die ein bisschen zielgerichteter durch die Gegend schicken. So, was fehlt denn schon wieder? Es fehlt Feuerholz und es fehlen Holzstämme. Gut, dann werden wir hier nochmal zuschlagen. Der kann jetzt gerade nicht viel ernten hier, der hat nicht so viel. Dann tun wir hier ein paar Bäume abbauen. Und hier. Und da. Aber ich hätte gerne, dass die Produktion von dem Holz wenigstens ein bisschen selbstständiger laufen würde. Also ich meine gerade Holz. Ihr guckt mal, wie viel Holz hier ist, ja. Also die Förster müssen es doch geregelt bekommen, dass hier genug abgebaut wird. Wie sieht's hier aus? Ja, das sieht gut aus, ja. Dadurch, dass ich natürlich jetzt alle Baustellen gleichzeitig gestartet habe, haben wir das ein bisschen das Problem, dass wir das wenige Material, was wir haben, auch überall an die ganzen Baustellen schicken. Und vorher hat es ja schon nicht ausgereicht. Ah, hier 28 Steine. Ah, es kommt schon so ein bisschen, kommt schon was zusammen. Vielleicht hier mal so ein kleines Screenshot machen für unsere Folge. Da müssen wir uns mal was aussuchen, was zur Folge passt. Also wir haben ja jetzt die ganzen Baustellen eröffnet. Aber wie soll ich denn das fotografieren? So, das wäre ein doofes Bild. Ja. Ja, was machen wir jetzt für einen Screenshot hier mal? Sollte ja auch zur Folge passen. Vielleicht so, hm? Bauen, bauen, bauen. Mal die Fenster erstmal zu, weil die stören immer so ein bisschen bei den Screenshots. Und fertig. Screenshot erledigt. Jetzt müssen wir aufmachen. So. Gut, also hier wird schon gebaut. Was ist nicht da? Loks fehlen, ja, ich weiß. Gut, also Feuerholz, da müssen wir gucken. Hier oben ist jetzt gerade Feuerholz in Arbeit. Hier lassen wir so ein bisschen was fällen. Dann wäre vielleicht hier drüben auch ganz gut, wenn wir hier nochmal aufforsten lassen. Das ist eigentlich auch eine ideale Stelle für so einen Förster. Und nach hier machen wir noch ein bisschen Holz weg.
Dann lassen wir den jetzt nur noch pflanzen. Und wenn der gleich fertig ist mit Pflanzen, dann bauen wir da alles ab. Dann wird der Förster da oben abgebaut und wir holen uns das Holz einmal von diesem Förster, weil der hat viel Platz, und auch von diesem Förster, der gleich fertig ist. Die anderen Baustellen hier, wie sieht es da aus? Es fehlt immer noch Holz, es fehlt noch Stein. Und hier, es fehlt noch alles. Das ist ein bisschen doof, weil ich hatte ja gesagt, ich möchte das gerne zuerst erledigt haben. Und da kommt wieder eine Horrormeldung, wir haben keine Holzstämme. Wir könnten auch hier noch ein bisschen Holz abbauen. Das muss auch nicht so weit transportiert werden. Vielleicht tun wir die hier ein bisschen höher. So, dann können die vielleicht ein bisschen schneller transportieren. Was haben wir hier? 60 Feuerholz. Da waren es 60 Feuerholz gewesen. Hier sind ein paar Steine, da sind zwei Steine, es ist auch nicht so hammermäßig viel. Eisen haben wir jetzt ein bisschen eingelagert. Ja, Fisch ist auch noch genug da. Jetzt machen die Baustellen, hier unten läuft es schon. Das lassen wir erstmal so laufen. So, der soll hier ein bisschen anpflanzen. Und jetzt habe ich das Fenster wieder geschlossen. So, Frühling. Dann mal los. Alle Leute dahin. Das muss erstmal aufgefüllt werden hier. Wo hat mir dann Leute hingeschickt? Hier. Da müssen wir auch ein bisschen reduzieren. Ja. Und noch ein bisschen. Ein bisschen doof ist, dass hier noch nicht angefangen wurde zu bauen, weil ich hatte ja gesagt, dass ich hier gerne die Gesserer-Hütten als erstes gebaut haben will. Irgendwie funktioniert das hier nicht. Increase priority. Increase the priority of working being done in this area. In an area. Ja. Was ist das hier? Pass. Aha. Ich hätte das hier gerne zuerst gebaut. So, mal gucken, ob wir irgendwo noch Leute reduzieren können. Ich glaube, wir setzen hier nochmal zwei aus und tun die Bauarbeiten dazu. So, dieses Jahr gibt es ja wieder drei Felder mit Kartoffeln und ein Feld mit Kürbissen. Hier fehlt es noch an Steinen. Ich glaube, momentan sind alle Baustellen ein bisschen gestoppt, weil es keine Steine gibt. Wer hätte das gedacht? Es gibt mal keine Steine. So, aber hier sind 34 Steine. Was hast du jetzt auf deinem Karren? Hä?
Er ist ziemlich unzufrieden. Wieso ist er unzufrieden? Ganz wichtig ist, dass wir diese Gessera Huts, die Herbalists aktiviert bekommen. Deswegen will ich das nochmal pausieren. So, jetzt laufen. Wir stoppen die auch mal. Jetzt läuft nur noch das hier. Und es regnet. Also Leute, wirklich, das mit dem Regen, das muss sich ändern, weil es regnet ja permanent in diesem Spiel. Das ist doch mal ein Bild, das ich gerne sehe. Jetzt müsste das nur noch nach vorne transportiert werden. Machen wir vielleicht gerade mal einen Screenshot. So begeistert bin ich davon. So, das da öffnen. Okay. Und unsere Baustellen sind immer noch nicht so richtig am Laufen. Gut, hier ist jetzt angepflanzt, da würde ich sagen, das ausschalten und wir sagen dann, er soll das hier abbauen. Genau. Und dann haben wir hier hinten die zwei, die laufen dann unter Volllast. Hier sieht es auch schon gut aus mit dem Wald. Unsere Felder werden langsam angepflanzt und unsere Folge geht leider zu Ende. Ich hoffe, bei dem Regenwetter, was schon wieder da ist, habt ihr trotzdem noch gute Laune. Euch hat die Folge gefallen und dass ihr auch die nächsten Tage wieder einschaltet und bei mir Banished weiterguckt. Wir haben jetzt so ein paar Sachen hier geändert und ich denke mal, dass wir jetzt auf jeden Fall mit den ganzen Herbalists hier auch die Gesundheit unserer Leute wieder besser hinbekommen. Und wenn hier hinten das erstmal abgetragen ist, dann haben wir vielleicht auch ein bisschen Material, was wir nach vorne schicken können. Als nächstes werden wir wahrscheinlich hier mal die Straße ausbauen. Ich weiß nicht, ob das bei dem Spiel auch so ist, dass die Geschwindigkeit erhöht wird. Wir gucken jetzt mal hier. Ist sie schneller, wenn sie auf eine Straße geht, die gepflastert ist? So, also das soll es jetzt gewesen sein für die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.